Hallöchen Leute, und da sind wir wieder auf der Westbridge Hills Map mit der Folge Nummer 4 mit dem Edcrafter 27 Jo, jo, jo. und dem Carbon. Jo, jo, jo. Jo, Jo, bist du voll jo. der Ghetto Boy? Captain Ghetto America. Man, ey. Jo, hier geht's weiter. Ah, na, 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 ich geh nicht bei dem Nee? quietschenden Oh Ding vorbei. Gott. Nee, Ich fang gleich an machen zu wir rappen. Umweg. Ich geh mal Aufs ins Haus Haus und rein. reparieren. Ich geh mal in den Wieso? Schaukelstuhl. Schau mal, ob ein Kettensägen-Massaker ist in der Mountain. Warten, mal kurz hören. Warte, muss das wieder SWAT-Team machen? So, ja, Ach warten, so, mit warten. Handzeichen oder so. Ist ein bisschen schwierig. Oh Mann, ich sollte die Wäsche mal abhängen, oder? Ja, Die aber ist, die glaube ich, schon Unterwäsche, die trocken. Spitzenunterwäsche, die schaut schon immer mehr ganz gesund aus. Ach, das reicht noch. Für mich reicht das. Oh Wer muss Gott, das ey. gern so? Oh Gott. Ich würde Die vorschlagen, wir da noch mal ist eh was, noch oder? sauber, im Gegensatz zu sonst immer. Oh, wie Na, groß sauber ist die sie, ist, ey, aber. die gelbe hier. Oh mein Das ist Gott. ja. Achso. Ja, aber echt, ich glaube, wie groß sie wirklich ist, gell? Ja, ist in Amerika. Ich sehe gesehen, dass dort Bones essen oder so. Fast Food. Immer diese Vorurteile. Und es quietscht trotzdem. Ach. Oh mein Gott. Jo. Da Ich würde sollte jemand vorschlagen. draufsteigen und das runterhauen. Wir gucken mal. In der letzten Folge haben wir ja dieses. Was haben Genau, wir gemacht? da habe Haben wir ich da das rückwärts E-Werk gekauft? eingeparkt und das rückwärts eingeparkt. Ja. Ja, und wir haben geredet. Nee, echt. Über Ja, was ich haben wir denn hab geredet. geredet? Ich hab immer geredet, ich weiß gar nicht mehr. Wird das War das die immer. geplante Wirtschaftskrise? Das kann durchaus möglich War sein. das bei der Westbridge? Ja. Doch, das war 100% bei der Westbridge, aber wir haben Halloween. Westbridge. Genau. Halloween. Halloween Horror Hostel. Kennt das jemand? Das war cool, wenn wir uns jetzt gegenseitig mit der Kettensäge abschlachten Gucken konnten. Guck mal, was kostet eine Kettensäge? Ein Tausender. Der ist nur drin. Das wäre noch möglich. Der war richtig aktiv, merkt's das gerade? Ja. Es wären Unaufhaltsam, 3000. Wahnsinn. 2 Minuten verstrichen, nichts passiert, nur blöd geredet. Mann, 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 Mann. Kettensägen-Massaker. Genau. Gut, wir tun was. Ich würde vorschlagen, einer springt hier jetzt rein. Mit diesen XXL, als Amerika typisch XXL da, cool, Mähbalken. Alles groß. Mähwerk, Mähbalken ist nicht, der ist groß, der Bürger ist zu klein, fürchte ich. Ich lasse Glaube ich eine auch. Vortritt. Ich verstecke Wirklich? mich. Das Fahrverhalten wird sicher Ich würde katastrophal werden. vorschlagen, ich teste jetzt mal spontan. Ich werde aber es trotzdem so testen. Oder wie machen wir es denn? Einer trischt nur fertig. Gruppe Messmano. Macht Sinn, dass ich jetzt den Euroboss abhänge und einer damit fortfängt? Oder soll ich beides gleich machen? Ja, ich glaube beides gleich. Da können Ja, ich wir glaube auch. dreschen und abfahren. Wir werden also spätestens im nächsten Part sowieso wechseln. Das ist eine ganz klare Sache. Dann gehe ich dreschen. Auch noch kurz, wo gibt es da Weide? Ja, am besten auf den Feldern rundherum kannst du mal ab. Ja, ich Tun, mag damit das die. zwar nicht so gern. Ja, aber wächst die noch, oder? Im Ist Normalfall. doch, doch, na, hundertprozentig auch noch. Aber ich hab lieber gern Weiden, die da trisch. Ja, Ich bin da da nicht. schon, aber nicht bei so kleinen Gefährten ist das mit den Weiden schon ein bisschen Mühsam. mühsam, ja. Haben wir das Ah, leider? Gummi hier. Weil du nicht wirklich eine große Fläche zusammenbekommst. Ja. Ich halt. Wie ist eigentlich mit Halloween? Ihr hart am Halloween feiern? Nee, bei uns da ist das eigentlich gar nichts. Bei Überhaupt uns am nicht. Land Dorf zumindest nicht. Land gar nicht. Da Okay, interessiert das krass. keinen. Und bei dir ist schon. Ja, es ist schon so, dass da ein paar Zwergerlgruppen unterwegs sind. Ich finde ja echt lieb, dass die paar gängern. Für mich selber ist halt Halloween. Und die sind so richtig verkleidet und so Die sind so gruselig. richtig nett verkleidet. Also, ist ja wirklich lieb. Für die Zwergerl finde ich es ja lieb, für kleine Kinder oder so. Aber für mich, wie gesagt, gibt Halloween nichts her. Das ist eins von den amerikanischen Geschichten, die ich nicht brauche. Also stehst du nicht so mit dem Süßigkeitskorb drüben und nehmt euch Na, raus und so. wir werden Nix. aber, wir haben vorhin besprochen, wir werden nächstes Jahr vor die Tür quasi so einen ja, Korb stellen, wo wir ein bisschen was Selbstbedienung. reingeben. Ja, genau, aber da werden wir halt nicht voll füllen, weil sonst ist der erste, was kommt, kommt da Naja. quasi 250 Gramm Zuckerl oder so geflattert. Das wird aber Aber wahrscheinlich definitiv sein. ist wurscht, deswegen werden wir nicht zu so viel geben. Wir werden es öfter nachfüllen, aber wir werden das nicht so voll füllen. Ja, das ist eh gut. Ja, Lieber macht so Sinn. alle halben Stunde oder Stunde mal nachschauen gehen. Genau. Boah, schaut das geil aus. Schaut richtig edel aus, muss ich sagen. Na, ich bin früher selbst auch immer so Volksschule und so
Bin ich auch selbst immer herumgelaufen. Ja, schau. Ja, wo sie noch in der Stadt gewohnt hat, jetzt ja. Im Land. In der Stadt. So. Hier gezogen. Ja, genau. Ja. Aufs Land. Und da war das schon so, da habe ich immer, also das habe ich immer ich gemacht, so eine kleine Halloween-Party. Da habe ich immer so Snacks hergerichtet und dann haben wir irgendeinen Film geguckt und dann sind wir meistens am Abend so um 7 raus. Ja. Haben eigentlich die meisten aufgemacht und was gegeben. Also die waren relativ nett noch. Ja. Natürlich gab es auch schlechte Erlebnisse. Ja. Wo wir schreiend davongelaufen sind, aber. Okay. Das gehört ja, einmal wurden wir eingesperrt in einem Haus. Der musste nicht mehr rausgelassen. Dann mussten wir bei jemandem läuten und fragen, ob er uns unten bitte die Türe wieder aufsperren kann. Lol. Ja. Und einmal sind wir dann eben draußen, da sind wir gerade aus dem Haus raus. Und dann kam einer auf einem Fahrrad, der hatte so eine Screammaske auf. Ja, wir sollen ihm sofort alle Süßigkeiten geben und wir waren halt drei Mädels. Und statt dem die Süßigkeiten zu geben oder so, nee, wir laufen einfach so schnell wir können davon. Und der mit dem Fahrrad hinten nach. Aber der war ja mindestens 17, 18 rum, also. Und was ist dann rausgekommen? Aber nix, wir sind einfach so lang gelaufen und irgendwann ist er da nicht mehr nachgefahren. Er wollte billig Süßes kaufen. Ja, wir wollten aber nicht her, wir hatten aber da echt viel, also wir hatten richtig drei Säcke voll. Aha, okay. Was? Ja. Aber das Einspielen von dir, was war denn da los? Gar nicht normal, oder? Ja, nee, ich kannte die ja wohl und die sind dann draußen mit der Sense, also mit richtigen Sensen rumgelaufen und ja, die haben sich halt einen Scherz erlaubt, uns da drinnen einzusperren. Ach so, immer gedacht. Ja, nee, ich kannte die ja wohl, aber. Ja, okay. Dann haben wir wohl gesagt, macht wieder auf, aber die haben da nicht mehr aufgemacht. Das fand ich schon ein bisschen. Ja, Alkohol ist kein Spielzeug, ne? Aber was ich schlimm finde, ist dann die, die was dann anfangen, mit die Eier in die Häuser zu werfen und solche Sachen und dann wirklich randalieren und. Du willst trinken. Ja. Ja, das ist leider Gottes. Solche lustigen unter Anführungszeichen ist nicht mehr dabei. Das ist schade. Das ist aber dann wirklich das, was dann schade ist. Ja. Weil es ist ja, man kann sich schon Spaß erlauben und irgendwas kurz einwickeln, also irgendwas einwickeln mit Klopapier ist sicher nicht so tragisch. Da wird ein Klopapier so. Dabei. Und diese Sprüh, da kannst du so in die Luft, wie hießen die, da ist so eine Dose. Und das ist so eine Sprüh, Luftschlangen, ja, so. Ja, genau. Genau, die waren auch, stimmt, die waren auch immer. Es begehrt, aber da jetzt nicht irgendwas anschmieren oder so. Nee, ja, nee, auf keinen Fall. Das ist schon übertrieben, aber okay. Aber schade, dass es immer solche gibt, oder? Ja. Das ist ja, die das dann ja alles vermiesen. Das ist ja, ob das jetzt ja Halloween ist oder ob das jetzt irgendwo immer ein paar Idioten, die glauben sie messen. Es ist ja bei den Krampusläufen oder so auch nichts anderes. Genau, Bärchen, das ist ja Wahnsinn, oder? Bank da unten, das ist ja das nur wow, von ja. Das ist Bank da unten, das ist ja da richtig böse, was man da so mitkriegt. Ich meine, wo das Opfer hat es glaube ich noch nicht gegeben, aber trotzdem, die Dreschen. Ja, aber immer wieder Schwerverletzte und ja, so. Ja. Wahnsinn. Wenn die Alkohol da im Spiel haben, dann ist das katastrophal mit denen. Die haben da keine Skrupel, vor allem weil du kennst sie ja nicht, weißt du nicht, wer drunter steckt. Heftig, ja. Das ist schade. Früher mal beim Berchtenlauf und seitdem nie wieder, also ich mag das nicht. Nee, mittlerweile auch nicht, nee. Ja. Würde nie mit meinem Kind gehen. Nee, ich glaube, das ist nicht so gerade das Wahre für ein Kind. Da. Ja, das vielleicht für so ein Leben. Abgeschottetes, wo so wirklich so für Kinder was gemacht ist, aber. Ja, so, ja sicher. So in Kindergarten oder so gibt es ja auch öfter so. Wir sind in der Volksschule in so einem Krampus-Museum und so gewesen. Das war jetzt nicht so. Nein, genau. Das ist sicher lieb, aber so ein richtiger Berchtenläufe, das ist ja nix. Ja, Fortschritt lässt zu wünschen übrig. Ich bin da jetzt schon bei der dritten Runde, glaube ich, jetzt dann. Es geht ja voran, was werden wir mit dem Gras machen? Werden wir es in die BGA fahren oder werden wir es direkt verkaufen? Ich würde mal sagen direkt verkaufen, weil wir haben weder irgendeine Schaufelmöglichkeit. Soll ich dich mal abfahren, oder? Nein, bei der Runterfahren dann, ja.
Okay, dann fahre ich jetzt mit drauf. Wir haben keinen Bagger, wir haben keinen Frontlader, also müssen wir es aus der BGA wieder rauskriegen. Und Geld haben wir noch weniger. Aber ich bin gespannt, ob wir da was kriegen jetzt, ob sich das lohnt, unter Anführungszeichen. Ja. Ich sag mal so, bis jetzt haben wir vierte Folge und wir haben noch keinen Cent eingenommen. Muss man auch dazu sagen. Natürlich, besser als wie nichts ist auf jeden Fall, aber es ist halt. Der Zeitaufwand sich lohnt. Die Sache ist. Die Sache ist ja auch, wenn wir jetzt auf Halloween zum Beispiel wieder zurückkommen, wir sagen ja alle, das kommt ja aus Amerika. Aber an sich kommt ja das nur mit diesen, wirklich mit diesen Herumgehen von den Kindern und das mit den Süßigkeiten sammeln und so, das kommt ja eigentlich ja gar nicht von Europa. Das wurde ja nur durch Amerika mit diesen ganzen Halloween-Partys und das Ganze übertrieben mit diesen ganzen schrecklichen Masken und so, das kommt ja alles aus Amerika. Ja. Aber an sich, der Brauchtum ist ja von Europa. Kommt ja aus Irland, Schottland, von da oben. Ja, da geht es ja nur, glaube ich, ums Gedenken an die Toten, weil genau, ja quasi morgen aller Heiligen ist und übermorgen aller Seelen oder so. Also nicht vergessen, Freunde, man sieht es 60 Sonntag. Ja. Bei uns ist halt jetzt Freitag, uns ist der 31. Also wir haben jetzt wirklich Halloween. Nicht, dass ihr denkt, hä, was ist da los? Genau. Was ist mit denen los? Sind die besoffen oder so? Aber nee. Das ist halt irgendwann jetzt viel krasser, weil irgendwann sind wir dann dort so weit, dass wir so viel vorproduziert haben, dass wir eigentlich aktuelle Themen dann gar nicht mehr besprechen können. Aber genau. Ja, so viel müsste denkt dann klar sein. Nur, dass ihr es wisst, Freunde, nicht, dass ihr doch wirklich glaubt, reden die jetzt schon wieder. Ja, weißt du, wir haben eine arge Zeitverschiebung um 24 Stunden. Ja, aber es ist so wie mit Steam und mit dem Freischalten, weil die Server in Amerika stehen und das genau, ist ja lächerlich. Da habe ich ja Glück gehabt, dass um 14:30 dann das Spiel funktioniert hat. Ja. Das ist auch eine lächerliche Geschichte, sowas, ja. Kommt das Spiel, wird entwickelt in der Schweiz, gepublished in Deutschland und erscheint in Europa bei Weitem später als wie in. Also ja, erscheint dadurch, dass die Server in Amerika stehen und bei Weitem später. Ja, ganz das komisch. Ist auch. Fürchterlich. Merkwürdig. Globalisierung, so weit sind wir schon, ne? Ja. Ja, schöne Details, mir gefällt die ganze Grafik so gut. Ja, das ist echt gut geworden. Was fühlt sich halt, ja, auch wieder. Aber ich sag mal, da mit diesen ganzen Glitzer haben sie sich ein bisschen, meiner Meinung nach, schon ein bisschen übertrieben teilweise. Wie Glitzer? Ja, mit dem ganzen Glanzeffekt. Ja, ich finde die Gewichte vorne. Da habt ihr schon ein bisschen übertrieben teilweise. Ja, die das sehen ist ein bisschen Plastik aus. Das ist halt genau. dieser Böttinger Schriftzug hinten am Ladewagen. Also siehst du die ganze Zeit Böttinger und dieses Zeichen. Ja, aber es muss halt die Geräte präsentieren und bla bla bla. Aber ja klar, die haben ja auch Vorgaben, was sie machen müssen und so. Ich hätte nicht wissen, ich wüsste nicht, wie ich es anders machen würde, die Grafik. Also. Ja, ich habe ja auch. Heute die Schlepper, was du auch gesetzt hast, hat diese drei Stück, glaube ich, wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht. Ja, drei. Bisschen Deutsch und so. Den Halloween noch gelassen, der war nicht so. Die schauen auch nicht schlecht aus. Ja, aber die haben halt keine Funktionen noch. Also, oder habe ich was übersehen? Also, Interactive Control oder so war da nichts. Ja, von auch schon her. Hat cool aus. Ja, super, natürlich, ja. Gut, dann fahren wir mal. Ich würde sagen, ich fahre jetzt mal verkaufen. Ja. Da schauen wir, was wir da kriegen. Ob sich das ausgezahlt hat. Fürchterlich, ich fürchte ich auch nicht. Oh, ich fahr falsch. Ob wir dann auch wieder mehr wert werden. Ja, genau. Vielleicht als auf der Björnholm, hä? Ja. Also, ich glaube, du hast 10.000 wert. Ja, jetzt genau. Sind wir 7.300. Schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, ich mache schon zwei Sachen gleichzeitig, so ist ja nicht. Okay. Gruben und abfahren. Also ich glaube, die Wirtschaftskrise ist nicht weit entfernt. Wir werden immer weniger wert. Ja. Aber es ist, wenn wir in Amerika sind. Die brauchen die ganze Kohle für einen Krieg gegen keine Ahnung was aktuell. Weiß nicht, das gegen alles. Sind die da mit der IS noch dran oder? Amerika macht ja auch mit, oder? Ja. Gegen die IS. Die sind überall dabei. Ja. Die mischen überall mit. Einiges an Kohle, das da drauf geht. Hätte man sicher irgendwas sinnvoller benutzen können. Ja, aber ja, heftig, ja. Terror ist halt nicht lustig. Das ist richtig krasser Terror und der ist echt nicht lustig. Nein. Aber das kriegen sie nicht in der Kontrolle, sowas. Sowas ist im Gescheitern, du hast nicht füttern mit Nachrichten. Sondern aussterben.
Ja, musst schon bekämpfen, logisch, sonst geht's weiter, ja, aber da keiner wehrt. Aber umso aber mehr darüber mehr kommt, Medien, umso mehr. Desto, genau. Ja. Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr. 15 Minuten sind zu Ende. Ich komme den Berg jetzt nicht mehr hoch. Ich muss dann nicht mehr. Im nächsten Part werde ich nämlich dann dementsprechend was anderes machen. Und die Madlina sagt nur leise Worte genau. Zum Schluss. Genau. Schaut auch bei Edcraft und bei Carbon vorbei. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vergesst nicht, Daumen hoch und so weiter halt zu geben. Und bis dann. Tschüss. Jo, tschüss.